Ist Tamor still und der gleitet einfach mal über den Boden. Achso, der wird mit seinem... Tread carefully, Astromor. Hat er jetzt gerade mit seinem Löwen hier geredet? Sieht jedenfalls aus wie ein Löwe. Das ist glaube ich, ein Stelgier. Ich habe die anderen zu schnell getötet, um sie genau zu sehen. Der Krieger schreitet herüber. Ein höhnisches, misstrauisches Lächeln ist unter seiner Kriegsbemalung zu sehen. Er blickt auf deine Ausrüstung, ehe er dich lange mustert. Noch ein Flüchtling aus der brennenden Stadt? Die 6 Stämme von ihr Glanfahrt heißen dich in Zwillingssohn willkommen. Vor dir liegt der Bezirk Herdlied. Du darfst ihn frei erkunden, aber deine Füße dürfen die anderen Bezirke nicht betreten. Der Zutritt ist für Estramorn verboten. Ach, wahrscheinlich sind Estramorn Außenstehende, oder Fremde. Was kannst du mit Zwillingssohn sagen? Die Stadt ist allen Glanfantanern heilig. Glanfantanern. Ich kann das Wort immer noch nicht richtig aussprechen. Tut mir leid. Heilig, da unsere Ahnen hier das erste Mal auf die Erbauer getroffen sind. Diese schicksalhafte Begegnung gab unserem seit Generationen herumirrenden Volk ein dauerhaftes Zuhause zwischen den Relikten der Erbauer. Als die Bauer uns befahlen, uns hier niederzulassen, gestatteten sie uns das einzigartige Privileg, zwischen ihren Beuten hier zu leben. Es ist der einzige Ort in Erglanfahrt, an dem dies gestattet ist. Also ist Zwillingsulm sozusagen das Juwel der Glanfartaner. Die heilige Stadt ist in 4 Bezirke aufgeteilt. Herdlied, den Bezirk für die einfachen Bürger. Altlied, wo sich unsere Tempel befinden. Ulmenkap, Wohnort der Delemgan und der Druiden, und die Grabinsel, den heiligsten Ort der Stadt. Ich möchte mehr über Herdlied erfahren. Wir sind hier in Herdlied. Hier dürfen Glafantan und Estramor sich gemeinsam aufhalten. Außerdem liegt hier die Passage der 6, wo sich unsere Stammesanführer, die Anamfata, versammeln. Er deutet auf ein langes, rundes Gebäude am Ende des Bezirks. Dort drüben liegt der Markt. Du solltest dort auf deinen Geldbeutel aufpassen. Niemand falsch so wie ein Glanfantaner. Und wenn du einen Pass zum Schlafen suchst, folge den Zaum nach Osten. Dort findest du den Weg zum himmlischen Bäumchen. Oh, zum himmlischen Bäumchen müssen wir eh was von einem Druiden abgeben. Welche Tempel liegen in Altlied? Es gibt Mittagsfrost, der Rümgrand geweiht ist. Eine Gruppe von Bleichelfen aus den gefrorenen Südlanden sind vor nicht langer Zeit eingetroffen, um ihn zu beaufsichtigen. Und es gibt das Nest, ein Hylea-Tempel, und Gellarwains Rachen, eine Höhle von Bestien, die dem Jägergott gewidmet ist. Oh, von dem haben wir schon gehört, ganz am Anfang des Spiels. Der Weg zur Grabinsel liegt ebenfalls dort. Erzähl mir etwas über Ulmenkap. Tir Evron liegt dort, einer der wenigen Türme der Erbauer, die noch makellos erhalten sind. Ach nee, nicht schon wieder so ein Turm mit einer Photonenkanone obendrauf, oder? Zwei große Ulmen winden sich um ihn. Ah, deswegen heißt das Zwillingsulm, hä? Selbst die mächtigsten Werke der Götter beschützen die Werke der Erbauer. Zwei Delemgan-Schwestern wohnen heute dort. Die Halle der Krieger steht am anderen Ende des Bezirks. Gerüchten zufolge hält sich Anamfat Simok vor den 3 Stoßzahnstelgier im Moment dort auf. Okay. In Ulmkap befinden sich auch die Hallen der Druiden. Es gibt die Ovaten des Goldenen Hains und die Ethiknoll des Blutigen Sands. Viele erschauern vor den brutalen Opferritualen der Ethiknoll, aber Hohe Ovatin Erona ist auf ihre eigene Art ebenso mächtig. Was für... Ach, Hohe Ovatin. Ah ja. Weil hier Ovaten steht. Die haben Namen hier, das sind richtige Zungenbrecher. Mein Wächterfreund, sagt hier Ravias hinter dir. Es wäre mir eine Ehre, dich nach Ulmkap zu begleiten, um diese Druiden zu treffen. Auch wenn mir ein wenig unwohl bei dem Gedanken an einen Zirkel ist, der für brutale Opferrituale bekannt ist.
Was weißt du über die Grabinsel? Dort werden unsere Annahmen Vater zur Ruhe gebettet, zwischen den Steinen, die von den Erbauern aufgestellt wurden. Es heißt, die Seelen einiger Annahmen Vater würden dort noch verweilen. Der Weg führt dich durch Altlik, den heiligen Ort in ganz Zwillingsröhm, den heiligsten Ort in ganz Zwillingsröhm. Das ist alles, was ich über die Stadt wissen wollte. Möchtest du noch etwas erfahren? Warum ist es verboten, die übrigen Bezirke von Zwillingsröhm zu betreten? Zwillingsröhm ist eine heilige Stadt, errichtet an einem Ort, an dem die ersten Hüter des Steins auf die Erbauer trafen. Sie besteht neben den Werken der Erbauer und ist der einzige Ort in ganz Erglanfand, an dem es erlaubt ist, diese heiligen Stätten zu betreten. Die Estravorn allerdings lassen den nötigen Respekt für die Steine hier vermissen. Seine Worte lösen Erinnerungen in deinem Verstand. So siehst du das Bild eines perfekten Adra-Würfels, es verblasst so schnell, wie es gekommen war. Ein Anführer von einem der drei Stämme, einem der Stämme könnte dir Erlaubnis erteilen, die Stadt zu erkunden. Nur Annaminfat Bevel ist heute in der Passage der Sechs zugegen, und zwar, sie hat ihre eigenen Sorgen. Er deutet seinen Kopf auf die Hütte in der Mitte des Bezirks. Hast du noch weitere Fragen über Zwillingsräume? Vor den Hütern der Steine habe ich noch nie gehört. Der älteste der sechs Stämme. Er deutet mit seiner Schwertspitze auf eine lange Hütte hinter sich. Die Treppen herauf und in die Passage der Sechs hinein. Dort versammeln sich unsere Annamfata. Also unsere Annamfata. Achso, das ist jetzt hier ein Punkt. Das werden wohl Vorfahren sein. Stammesoberhäupter sein, nicht Vorfahren, die sind wahrscheinlich schon tot. Bedwill, die Annamfata des Kompasses der Führung, kann euch mehr sagen. Wer sind die Erbauer? Du kennst sie als die Engvitaner. Für uns sind sie die Erbauer, die Schaffer der heiligen Stätten, die wir bis heute bewachen. Also die Photonenkanonen gebaut haben. Ich werde mir deine Worte merken. Halte deinen Besuch lieber kurz, und es ist zu hören gekommen, dass die Aufstände geendet haben und die Tore von Trutzbucht wieder offen stehen. Oh, sehr schön, wir können also wieder nach Trutzbucht reisen. Ja, haha, sehr gut. Was war das? Achso, das ist Kliaban Rilak gewesen. Gut, das heißt, wir können diesen Bezirk betreten. Twin Elms. I've never been this far into Erglanfath before. Ja. Eine Kriegerin, ein Krieger und ein Stagier. Besorgte Stammesangehörige, besorgter Stammesangehöriger. Es ist geschehen, die Krieger sahen, wie der Fremde in Tir Evron einbrach. Wie konnte der Estremon eindringlich sich über den Boden von Ulmkap schleichen? Okay, scheinbar ist was vorgefallen und der Stagier, der trampelt einfach so seelenruhig an uns vorbei. Gucken wir uns mal die Karte an. Passage der 6, Feuer der Erbauer, Glanfantana Haus, Bezirk Altlied, Markt von Heldlied. Himmlisches Bäumchen, ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Also hier wäre der Markt. Bezirk Altlied, Bezirk Ulmenkap, Glanfantana Haus. Es sind ein paar Häuser hier, die Passage der 6. Kann man wohl hier betreten. Den Markt können wir hier betreten. Okay. Aber wir haben schon mal gehört, dass das himmlische Bäumchen ein Rastplatz ist. Also bewegen wir uns mal. Antilopengefährte. Ah, hier seid wieder gelbe Leutchen, denen ich in die Seelen gucken kann. Kinder haben sie hier auch. Warum nicht? Stammesangehörige. Hier könnten wir klauen, wollen wir aber nicht. Das Wasser ist kühl und frisch. Da wenigstens etwas. Rotuk? Was steht denn hier? Das himmlische Bäumchen. Okay. Sie wird zahlen, diese Hexe, sie wird.
Der valianische Hauptmann tobt vor Zorn. Er läuft in kleinen Kreisen auf und ab und richtet seine wilde Wutrede an dich, als du dich näherst. Hey Duda, bist du hier, um mit den Wilden Handel zu treiben? Lerne aus meinen Fehlern und tu es nicht. Jeder seiner Sätze wird von Speichel unterstrichen. Na, sehr toll. Lügner, Betrüger, Schwindler. Diese hinterhältige Piep Alari, sie hat behauptet, sie würde mir Elard Gola Blüten verkaufen, aber ich habe nichts als 6 Bündel einfache Hauspflanzen. Die Kräuter sind nutzlos. Er wirft eine Handvoll getrocknete Pflanzen zum Boden und tritt auf die brüchigen Blätter und Strünke. Ein starker Stuft stürmt empor. Ich kriege mein Geld schon wieder, von diesen betrügerischen Wilden wieder. Was ist Elrad Gola? Renatus Zorn lässt kurz nach und sein Gesicht verzieht sich zu einem nervösen Lächeln. Elrad Gola ist eine Pflanze, die in den Dschungel von Erglanfad wächst. Er räuspert sich und spricht leise. Wird sie getrocknet und gegessen oder als Tee getrunken, so kann sie den Antrieb für die angenehmeren Freuden des Lebens stärken. Juhu, Viagra. Was hat Alari gesagt, dass du sie zur Rede gestellt hast? Nichts Wesentliches, murmelt er schnell. Sie hat sich natürlich verteidigt und behauptet, die Kräuter wären echt. Warum sollte sie auch nicht lügen? Niemand wird meinem Wort gegen das ihre glauben. Er spuckt auf den Boden. Alari kann ungestraft lügen, wenn sie von ihrer Bande von wilden Schlägern umgeben ist. Hast du die Arznei selbst probiert? Nun, ich. Renato tritt verlegen auf der Stelle, seine Hände glätten die Falten seines Wams. Wie kann ich eine Arznei verkaufen, die ich nicht probiert habe? Natürlich habe ich das gerade probiert. Man stelle sich vor, was geschehen wäre, wenn ich diese schlechte Imitation verkauft hätte. Renato räuspert sich und seine Stimme verklausert. Das Kraut hatte nicht die gewünschte Wirkung. Hart wurde dadurch nur ein Stuhlgang. Okay, zeig mal, was hast du zu verkaufen. Renato blickt weg, kratzt sich am Nacken und tritt auf der Stelle. Ich bin mittellos und habe nur noch wenig, was ich verkaufen kann. Es ist mir wirklich unangenehm. Wenn ich meine Investition von Alari zurückbekommen kann, kann ich meine Vorräte auffüllen. Bis dahin darfst du dir gerne ansehen, was ich noch habe. Ein paar Kräuter, okay. Kräuter brauchen wir jetzt leider nicht unbedingt. Oh, nebenbei habe ich eigentlich in das Buch schon reingeschaut. Oh ja, kleine Zauberbuchprägung. Lern das mal, Alof. Dann kann das der Schmuck auch mal weg. Oh, hier sind noch Level 5. Frostexplosion und Terror. Ja, kostet beides 500. Und dann kann das Buch auch mal weg. Und wir können mal kurz einen Blick in Alofs Buch werfen. Nämlich Stufe 5 Zauber. Können wir die beiden noch hinzufügen. Verwirrung möchte ich gern behalten. Wesenhaftes Phantom. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eisenhaut wäre die einzige Alternative, aber nee, ist nicht so toll. Verwundbarkeiten bloßstellen, katalogsgeringe Fäule, giftige Explosion, Arcana Dämpfer. Nee. Stufe 2 haben wir auch nichts Besonderes, was wir reinpacken können. Und Stufe 3 ballern wir eh hauptsächlich mit den Fluggeschossen. Stufe 1 meine ich natürlich. Okay, dann ist das soweit geklärt. Jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich mit dem Oger hier reden kann. Willst du hoch? Ich ziehe. Ah, der zieht mich hoch zu dem, Welcome. Zu dem Wirtshaus wohl. Renato reibt ein trockenes Blatt zwischen den Fingern und untersucht das Kraut mit gerunzelter Stirn. Als du dich näherst, blickt er dich an. Hey, mein Freund, willst du mir vielleicht doch helfen? Ich habe in dieser Stadt keine Freunde. Diese intelligente Blablabla, ich kriege mein Geld schon. Was willst du denn dagegen tun? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Wer ich dir in die Finger? Renato hält ihn in seine Augen huschen zu den glamphantaischen Wachen in der Nähe. Wir sind im Revier der Willen, also wird mein Wort gegen ihres stehen. Welche Chance habe ich da? Ich wäre töricht, sie hier zu bedrohen auf Stammesboden. Er seufzt und reibt sich die Schläfen. Ich kann dieses wertlose Kraut nicht verkaufen, um mein Geld zurückzugewinnen. Und ich kann nichts gegen Alari tun. Vielleicht aber, er blickt dich prüfend an. Wenn du vermitteln könntest, hättest du vielleicht Erfolg, wo ich gescheitert bin. Ich würde dich natürlich großzügig für deine Mühen entlohnen.
Na, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Harte Verhandlungen ist eine Aufgabe, also ist es was Schnelles eigentlich. Oder was Kleines, Triviales. Das versiegelte Sendschreiben, achso, das muss ich zu den Mönchen im himmlischen Bäumchen bringen. Ich bin in Ulmküste einem Mönch begegnet, der von einem Stegarudel angefallen wurde. In seinen letzten lebenden Augenblicken gab er mir ein versiegeltes Sendschreiben, damit ich es seinen Ordensbrüdern überbringe.